fischele, wo Frau Fisch fische, dann können sie keine große fangen. Weil da kommen bloß die Kleinen und schnappen die. Sie fangen zwar vielleicht jeden Tag zwei, drei Hecht oder Zander oder schon Spaß, aber der richtig große, den fangen sie nicht, weil bis der da ist, haben die Kleinen ihren Köder schon gefressen oder er interessiert. Er ist ein zu klein für seinen Hunger, der sucht sich schon ein bisschen was Größeres, dass er auch satt wird. Selber wenn Sie Hunger haben und ich sage, da ist ein Salzstrengende, das macht satt. Ich sage, schau, ich war so ein Zentner her, gehen wir mal ein gescheites Kotelett. Ne? Und so geht es dem Fisch. Aber wir müssen immer ein bisschen überlegen, wie tickt der Fisch, denke tut er ja nicht, aber wie tickt er. Ne? Und großer Köder, da kann ich große Hechte mitfangen, oder große Waller, oder große Zander. Weil an die großen Köder, da gehen die Kleinen wieder nicht dran, die sind ja nicht so groß. Und da, wenn ein großer kommt, der schnappt ihn. Allerdings kann es sein, dass ich da alle Fenster da bloß einer fange. Ich muss mich also entscheiden, will ich Qualität oder Quantität? Ne? Deswegen sagt man kleiner Köder, kleiner Fisch, großer Köder, großer Fisch. Bei den Karpfen das Gleiche. Warum sind die Boilies erfunden worden? Die sind ja hart. Die kann kein anderer Fisch fressen eigentlich. Außer vielleicht ein großer Bresen oder so. Aber die Rotadler und die kleinen Bresen, die nehmen die Boilies nicht. Die sind ja nicht so hart, die können sie nicht beißen. Aber warte ich, bis der Fisch kommt, wo sie fressen kann. Und das ist ein großer Karpfen. Deswegen sind Boilies erfunden worden. So muss man das einmal sehen. Entweder ich will viel fangen oder ich will was Gescheites fangen. Aber es muss nicht immer ein riesengroßer Fisch sein, so ein großer Hecht, großer Waller, um jetzt einen kapitalen Fisch zu haben. Es gibt auch bei den kleineren Fischen Kapitale. Stellen Sie sich schon mal vor, Sie täten jetzt einen Rotaal gefangen von 5 Pfund oder einen Barsch von 2,5 Kilo oder noch mehr. Das wäre ein kapitaler Fisch. Und die gibt's. Die gibt's. Rotaal oder Barsche von 20, 30 Zentimeter können Sie einen Sack voll fangen. Aber Sie wären in Ihrem, oder Sie umgekehrt, Sie kennen große Karpfen, große Hechte. Wenn Sie Karpfen zum Beispiel anfüttern, dann habe ich im Gewässer so viele große Karpfen, wenn ich die fangen wollte, wäre es kein Problem. Ich kann bloß einen Futterplatz machen, mich immer da hinhocken, hat ein Kollege von uns gemacht, vor Jahren schon, der ist leider gestorben. Er hat jede Woche hat er 2, 3 Karpfen gefangen, einer größer wie der andere. Ich habe als Ball nicht auf sein Fahrrad hin drauf gebracht. Damit will ich sagen, solche Fische, die sind immer noch nicht kapital, aber so viel, die kann ich fangen wie Sand am Meer. Aber mal ein Barsch von 2 Kilo oder noch mehr, den werde ich wahrscheinlich bloß einmal in meinem Leben fangen. Also wo ist jetzt der Kapitale? Das ist der Barsch. Die große Karpfen kann ich jeden Tag fangen, also sind sie ja eigentlich nichts Besonderes in dem Sinn. Aber so ein riesen Barsch, wie ich in Finnland einer gesehen habe, der hat also 5 Kilo gehabt, ein Barsch. Die gibt es bei uns wahrscheinlich gar nicht. Aber so einer zu fangen, das ist der Fang des Lebens. Ein Karpfen von 30 Pfund ist nicht der Fang des Lebens. Kann ich in meinem Leben 100 Stück fangen, wenn ich es drauf anlege. So muss man das auch mal sehen. Auch kleine Fische, Rothaare, Bresen, auch da gibt es Kapitale drunter. Und die sind seltener als die Kapitale, große Hechte. Also die fangen schief das. So muss man das mal sehen. Ja, also das war